Wir haben eine Menge gelernt jetzt schon und haben natürlich immer noch tausend Fragen. Willkommen zurück bei Control. Hallo. Ach The so, da. hotline should be in the communications department. Ah ja, tatsächlich mit Dialogmenü, das wusste ich nicht. Schauen wir mal, was die so zu erzählen hat, die Emily. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there, if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Man sieht bei den Überblendungen zwischen den Schnitten immer das vorige Bild noch ein bisschen. Ich glaube, das ist auch eine Folge des Raytracings. Weiß nicht, nervt sehr, sollen wir es lieber ausmachen und dafür auf die Reflexionen verzichten? Weiß ich nicht. Also schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ich finde es eigentlich ganz. Ich Ich finde war mir erst es. nicht sicher, ob das nicht Absicht ist. Ob das quasi auch diese ganze Kann schon sein. Projektion von dem Trench ist ja auch immer so halb überlagert, ob das irgendwie so eine Stilentscheidung ist. Also, mich nervt es nicht. Gut. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Ich finde das ganz cool, dieser Got innere it. Dialog von ihr immer. Thanks. Die denkt das nur. So HRA stop you from becoming hiss. It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one it seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Aber da oben ist das, Just let me know. sind das vorherige Direktoren oder ist es der Rat, diese Porträts, die da oben an der Wand Wo? hängen? Hinter dir? Da oben? Da? Ah, Michi zeigt irgendwie sonst wo in den Raum rein. Kannst du da mal hinzoomen mit der Zieltaste oder geht das nicht? Oh. Ah, okay, da sind auf jeden Fall noch ein paar Aber Plätze ist die frei da da oben in oben. der Ecke? Ist die dann die letzte? Nee. Nee, das ist der Oh, das ist doch Trench oben Trench. links, ja. Ja, dann sind das alles vorherige Director. Kann schon sein. Wir haben auch noch ein Sammelobjekt gefunden. Ah, wir haben die erste Mission.
Die haben wir schon geschafft. Sollen wir nochmal kurz zusammenfassen? Ich meine, wir lesen eh alles vor und lassen uns Zeit bei dem Spiel, aber für alle, die jetzt erst einschalten, warum auch immer. Willkommen im Ältestenhaus. Jesse Faden kommt im Ältestenhaus an, dem Hauptquartier des Federal Bureau of Control, um Antworten auf die Geheimnisse ihrer Kindheit zu finden. Vom Hausmeister Achti ins Gebäude geführt, entdeckt Jesse den erschossenen Direktor der Behörde, Zachariah Trench. Sie hebt die Waffe neben der Leiche auf und wird auf die Astralebene teleportiert. Der seltsame Rat ermutigt sie, die Waffe an sich zu binden. Sie ist ein Objekt der Macht, die Amtswaffe genannt wird. Es gelingt ihr und sie wird vom Rat unterrichtet, dass sie jetzt die Direktorin ist. Jesse wird vom Zischen angegriffen, einer feindlichen Kraft, welche die Agenten der Behörde befallen hat. Jesse kann verhindern, auch befallen zu werden und rettet ein paar ebenfalls verschonte Agenten. Darunter befindet sich Emily Pope, die sie über die Situation informiert. Das Zischen ist in die Behörde und jeden ihrer Mitarbeiter eingedrungen. Es hat die Kontrolle über alle übernommen, die keinen HRV oder Hedron-Resonanzverstärker trugen. Diese Geräte bieten Schutz gegen den Befall. Sowas finde ich total cool, wenn ein Spiel intern so diese Zusammenfassungen macht, ja, gerade wenn es ein bisschen verzwickt wird. Unbekannter Anrufer, das ist unsere nächste Mission. Emily weist Jesse an, die Hotline zu finden. Dieses Objekt der Macht in Form eines alten Telefons soll helfen, die Nachrichten von dem toten Direktor zu finden, der mit ihr zu kommunizieren versucht. Sie hoffen, dass er Licht ins Dunkel der Invasion durch das Zischen bringen kann. Übrigens, dieses, was man am Ende von der letzten Folge sieht, dieser Raum mit dem Sessel und dem Telefon, das verbindet, finde ich, so viel, das wäre, als hätte entweder David Lynch das Art-Design für den Kubrick-Film gemacht oder umgekehrt. Mhm. So dieses totale Mysterium, aber trotzdem wirkt es irgendwie in sich geschlossen und weiß ich nicht. Das sieht immer aus wie die Zellen, wo sie Magneto einsperren, wo dann alles Plastik ist. Boah, hier haben wir ein Bild von Direktor Zachariah Trench. Sie wissen nicht, welche Opfer wir bringen müssen und das müssen sie auch nicht. Okay. Gut. Machen wir weiter. Kiste. Puff. Jo, haben wir ein Material gefunden. Also, Kommunikationsabteilung, um die Hotline zu finden. Dazu müssen wir uns rechts halten und Richtung rechts. Genau. Ah. Okay. 7 Minuten schon rum in der Folge und noch nichts erlebt. Ey. Hallo, wir haben so viel erfahren jetzt schon. Ja, okay. Also ich bleib mal... Achso, da unten zeigt uns unser Buddy wieder, wo es hingeht. Jetzt schaue ich da trotzdem nochmal hier oben lang. Nach dieser Session werden wir mal auswerten, ob ihr lieber irgendwie... Da muss ich, glaube ich, echt nach unten. Ohne Raytracing, dafür mit ein bisschen vielleicht höherer Auflösung oder mit ein bisschen weniger Bildfehlern das sehen wollt. Welches? Da an der Wand ist... Das da hinten? Ja. Ist halt schon geil mit diesen Spiegelungen, ne? Der Trench. Und Kevin Spacey. Muss man nämlich dazu sagen, also jetzt, wir spielen mit DLSS, das ist diese KI-Kantenglättung von, KI ist immer ein bisschen übertrieben, von Nvidia. Ohne die würde das hier sehr ruckeln. Wir haben auch jetzt immer wieder so kleine Aussetzer. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Das klingt auch wie Night Springs. Lass mal laufen, vielleicht ist es das. Remedy platziert ja immer gern diese Fernseher und Radios mit so Schissel in ihren Spielen. Der Nachteil bei dem DLSS ist, dass die Auflösung... Du machst mich fertig, also, lauf halt noch schneller durch den Raum durch, dass man nichts sieht. Oh, Entschuldigung. Ich warte immer auf solche Dinge und dann übersehe ich sogar die. Technologische Einschränkungen. Zusammenfassung. Untersuchung paranatürlicher Themen. Technische Einschränkungen des ältesten Hauses. Zusammenfassung. Durch das älteste Haus ist unserer Behörde bestimmten Einschränkungen unterworfen. Wieder ein falsches Wort. Aber die bei weitem größte ist die Unfähigkeit, bestimmte technologische Instrumente zu benutzen. Das älteste Haus erlaubt es nicht, jegliches Signal zu empfangen oder zu senden. Funkquellen sind die einzigen übertragbaren Signale im ältesten Haus und selbst diese sind häufig unzuverlässig. Wenn man die Macht des kollektiven Unterbewussten berücksichtigt, könnte es sein... Verzeihung, bringe ich immer durcheinander übrigens. Könnte es sein, dass bestimmte Technologien in der kulturellen zu neu sind für das älteste Haus, sodass es sie nicht kann. Gleichermaßen ist nicht bekannt, dass diese Gegenstände zu Gefäßen für gewandelte Eigenschaften werden. Technologie entwickelt sich vielleicht zu schnell, sodass die nicht auftreten können.
Moderne Technologie hat die Neigung, hier zu verschwinden und kaputt zu gehen. Manchmal recht rabiat. Agenten sind durch Handys, die in ihren Taschen explodierten, verletzt worden, als sie das älteste Haus betraten. Vollständige Berichte in Akte 4, 19.1935. Das Interessante ist, wenn da jetzt nicht Handys gestanden wäre, hätte ich komplett in Frage gestellt, dass wir wissen, in welchem Jahr das Spiel überhaupt spielt. Ja, das stimmt. Weil das, was sie anhat, könnte... Ja gut, die 60er werden es nicht sein, aber könnte auch in den 80ern noch spielen. Aber ist schon alles recht zeitlos gehalten. Ja. Ne, kurz zum DLSS noch. Also das ist diese, wie gesagt, diese KI-Kantenglättung, durch die das überhaupt mit Raytracing halbwegs flüssig ist. Allerdings rendert die in einer internen Auflösung, die eher dürftig ist. Das ist in dem Fall jetzt, also ihr seht das hier in WQHD mit 1444 in der vertikalen Auflösung. Wird aber intern nur mit 960 berechnet mit dem DLSS. Ich habe es mir in 1440 nativ mal angeguckt. Es ist ohnehin ein etwas unscharfes, matschiges Spiel, so schön das hier ist, aber es ist jetzt nirgendwo ein bisschen crisp. Man sieht kaum einen Unterschied, deswegen dachten wir, machen wir es lieber flüssig und mit Raytracing. Wenn ihr aber sagt, das Raytracing interessiert uns nicht, macht lieber mal die volle Auflösung. Vielleicht haben wir auch dann diese leichten Stotterer nicht mehr, die ihr seht, dann können wir das gerne tun. Dann schreibt das einfach in die Kommentare oder wir machen bei Discord, dem ihr übrigens dringend folgen solltet, unserem Discord-Kanal. Ich glaube, ab einem Euro Patreon, ein Dollar Patreon ist man dabei. Ja. Da können wir dann eine Abstimmung machen und dann machen wir Abfolge so und so, wenn wir, also in der nächsten Session dann so weiter, wie ihr das wollt. Die Synchro ist nicht diskutabel. Nee, weil das ist wirklich bei aller Liebe, aber nee. So, Michi darf lesen. Untersuchung paranatürlicher Themen, Kontrollpunkte, Zusammenfassung. Kontrollpunkte sind Standorte, welche die Behörde als vitale Knotenpunkte des ältesten Hauses identifiziert hat. Wenn die richtigen Harmonisierungsgeräte im um den Kontrollpunkt herum aufgestellt werden, kommt es im umgebenden Bereich nicht länger zu nicht vorhergesehenen Gebäudeverschiebungen. Diese Kontrollpunkte können dank Erkennung eines frei zugänglichen Pings mit dem Einsatz von innerhalb eines Radius von 11 Metern entdeckt werden. Zahlreiche Forscher haben versucht, Kontrollpunkte zu definieren und haben sie Nervenknoten oder Schwachstellen des ältesten Hauses genannt. Allen diesen Theorien ist gemeinsam, dass Kontrollpunkte auf externe Einflüsse reagieren, was uns erlaubt, das älteste Haus zu stabilisieren und unsere Arbeit in größerer Ruhe zu verrichten. Theoretisch könnten diese Technologien extrapoliert werden, um das gesamte älteste Haus zu stabilisieren. Tests haben jedoch ergeben, dass gewisse Bereiche des Gebäudes sich weigern zu werden. Vollständige Berichte in Akte 7, 25, 27, 88. Ich finde es voll cool, dass das Gebäude hier echt so als Person dargestellt wird. Jetzt lesen wir das hier noch schnell. Feldforschung über Zischerwesen befallener Agent. Die haben wir vorhin schon befreit. Vertraulich. Zusammenfassung. Das Zischen manifestiert sich in menschlichen Wesen auf vielfältige Weise. Die häufigste und am wenigsten intensive Form ist in den vielen befallenen Agenten zu beobachten, die durch die Behörde schweben. Die Zischeragenten haben ihr menschliches Aussehen behalten und unterliefen keiner sichtbaren physischen Transformation. Der auffälligste Unterschied zu einem nicht betroffenen Menschen ist die Tatsache, dass sie schweben. Diese Zischer zeigen kein aggressives Verhalten. Sie scheinen nur daran interessiert zu sein, die seltsame Spruchformel ad infinitum zu wiederholen. Vielleicht sind sie als Gefäße nur dazu da, den Zischenbefall weiter auszubreiten, ähnlich wie Sporen oder WLAN-Verstärker. Oder sie sind nur Kokons, die sich darauf vorbereiten, in die nächste Evolutionsphase einzutreten. Wenn sie angegriffen werden, verschwinden Zischeragenten, vielleicht treten sie in ein Stadium der Unsichtbarkeit oder unterziehen sich einer Transformation in eine reine Resonanzform. Forschungen laufen. Vollständige Berichte in Akte so und so. Okay. Das wäre eigentlich auch ganz geil, wenn eben gar nicht klar ist, in welcher Zeit es spielt, weil aus allen Zeitebenen Leute da reinkommen können. Ja, aber sie hat doch, also sie, vor 17 Jahren ist ihr Bruder hier eingezogen worden. Ja. Und sie war damals 12, das heißt, sie ist 29. Aber es war doch irgendwie die Rede von 1964 oder wo? Wann war dieses Event in Ordinary? Our welcome message. Also sie war 64, aber noch nicht am Leben, oder? Wenn sie 64 geboren ist, dann wäre sie mit 29, wäre es 84 und 9, wäre es 93 und da gab es noch keine Handys. Habe ich, oder? Oder habe ich mich jetzt verrechnet? Ungefähr ist das schon richtig. Ich muss die auch nicht alle befreien, oder? Also geht auch nicht. Nö. Ich könnte auf die schießen, aber... Die tut doch nichts.
Passt er da durch, dieses Gelbe? Okay. Remedy machen echt gerne dieses mit diesen besessenen Gegnern, gell? Das war bei Alan Wake schon. Und die hier mit diesem Schutzanzug, der gegen das Übernatürliche hilft, das haben wir bei Quantum Break schon gesehen. Also es ist nicht so, dass die sich groß neu erfinden. Oh, da sind jetzt wieder so besessen. Ja, der schießt. Das ist ein Fucker. Oh, wenn der schießt, dann schießt er aber nicht lang auf mich. Da wehre ich mich dann schon. Du kannst sagen, was du willst. Doch es geht immer nur ums eine. Nee, Schießen macht bei Remedy auch immer Spaß. Ja. Oh, ein würgendes Schmettergeschoss. Waffenmodifikation. Da kannst du jetzt unten einsetzen, oder? Kannst du das neben das andere nehmen, dass das nicht tauscht? Oder hast du nur einen so einen Slot? Ich habe nur einen Slot. So. Aber warte mal. Genau, hier sind die Gegenstände, das kennen wir nicht. Missionen, wissen wir schon. Sammelobjekte haben wir alle schon gesehen. Persönliche Modifikationen und Waffenmodifikationen. Ah ja, hier, okay. Stufe 1. Griff ist zuverlässig und semiautomatisch, was es auf kurze und lange Distanz tödlich macht. Irgendwie kommen mir die Übersetzungen so ein bisschen komisch vor. Also ein würgendes Schmettergeschoss. Geschossstreuung minus 5%. Exklusiv für Schmetterer. Haben wir noch gar nicht. Wir haben nur Griff bisher. Ach so, das sind dann andere Waffen. Ja. Ah, okay, man kriegt noch mehr Waffen. Also. Reisekosten. Bericht Woche 83. Zusammenfassung. Folgende Unterkünfte in Nevada besucht. Desert Sun Inn, Big Sky Motel, Starlight Motel, In-N-Out, Aztec Court, Sleepy Bear, Bear Motel, Silver Spurs Ranch, Elgato Blanco Inn, A-Plus Lodge. Ausgaben, Unterkunft minus $831, Mahlzeiten minus $714, Benzin $295, Minibar $313. Naja, das ist ein Schokoriegel und eine Flasche Pinot Grigio. Ich frage mich, ob man ein Motel mit Namen Ocean View wohl vom Land umgeben vorfindet. Das Ocean View Motel, ne? Aber man bezahlt mich wohl nicht fürs Denken wie. Und fürs Protokoll, ich bitte Sie erneut, uns das Budget für 2 Zimmer pro Nacht zu geben. Agent Rowley und ich sind es wirklich leid, jede Nacht im gleichen Zimmer zu schlafen. Wir sehen uns unterwegs, Agent L. Heinz. Sternchen mit der Minibar. Die Jungs in der Forschung sagten, dass Rituale dabei helfen, Orte der Macht zu identifizieren. Es ist mein Ritual, diese kleinen Whiskyflaschen zu trinken. Clever, place of power. Gotta be. Ich denke mir auch immer, wenn ich vor meiner Whiskyflasche stehe, Place of power, it's gotta be. Ambulance humming. Medallions humming. So, was ist das? Das ist ein Sammelobjekt. Flup, den saugt sie auch an wie so ein Staubsauger. Wie so ein Industriestaubsauger. Also das Design, ich find's gut. So, das ist jetzt hier wohl, da ist das Haus wieder wohl ein bisschen abgedreht. Was ich voll geil finde, ist, dass es... War eigentlich falsch, ne? Was? Eigentlich müssen wir nach oben, aber von mir aus geht er auch weiter. Man wird hier ganz schön angeschrien hier von diesem Haus, das nervt ein bisschen. Aber hier geh ist doch die Kantine. Da weiter, wenn du magst. Soll ich? Warte mal, ich will immer mit... wenn ich hier runtergehe, dann bin ich wieder richtig, ne? Ja, aber eigentlich, vielleicht gibt es auch so neben... Soll ja auch so Nebenmissionen. Ich komme mit geben. Dem oben unten eh noch nicht so ganz zurecht. Mann, ich drück immer... Oben ist da, wo der Daumen unten ist. Oh, okay. Das overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. Ja, okay. Sie heilt auch gar nicht automatisch, oder? Du musst diese blauen Böppel aufsammeln. Blaue Böppel. War das nicht eine Sendung mit Heinz Schenk? Zum blauen Böppel? Genau. Wer sich übrigens fragt, woher er Courtney Hope kennt, die hat ja auch in Quantum Break die weibliche Hauptrolle gespielt und spielt bei Reich und Schön mit, wenn das mehr so euer Groove ist. Und er spielt die Hauptrolle in dem berühmten Lied von Paul McCartney, Courtney. So, hier jetzt wieder 2 Sammelobjekte. Wenn wir euch zu viel vorlesen übrigens, dann sagt uns das gerne auch. Das ist uns, glaube ich, egal. Das haben wir jetzt instabiles Gebiet. Achtung bitte, aufgrund der jüngsten Fluktuationen im nächsten Kontrollpunkt wurde die Stabilität des Gebiets zu gelb heruntergestuft.
Referenztabelle. Grün, stabil. Gelb, geringe Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Gebäudeveränderungen. Orange, hohe Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Gebäudeveränderungen. Rot, häufige unerwartete Gebäudeveränderungen. Was hatten wir noch? Irgendwas hatten wir noch gerade aufgehoben, oder? Das wird ja rot markiert. Ach so, aber was habe ich denn vorher aufgehoben? Weiß ich nicht. Naja, gut. Na, dann halt nicht. Ich habe ja bei Quantum Break, das hatte genau so viele Collectibles und so einen Zähler, dass man immer wusste, ich kann alle finden. Und dann habe ich irgendwie, weil ich mir dachte, wenn ich es einmal durchspiele, dann will ich auch alles suchen, habe ich das mit so einem Auge auf einer Lösung durchgespielt, damit ich auch alles mitnehme. Was dazu geführt hat, dass ich irgendwie das Spiel ein bisschen an mir vorbeigehen habe sehen, sondern nur noch geguckt habe, wo ich als nächstes ein Collectible finde. Und da war es dann schon ein bisschen viel. Also das alles vorzulesen, aber hier finde ich geht's noch. Und es ist ja auch alles boah, entweder interessant oder lustig genug, was da drin steht. Das ist ein Lärm. Meinst du, was bringt was, die zu erschießen? Das hören die dann auf? Maschinengott. Ich hatte einen Traum und ich habe das Ding gebaut, das ich im Traum gesehen habe. Eine Maschine, die Gott enthält, doch nicht den Gott, den ihr kennt oder die Götter, die alle kennen. Einen neuen Gott. Diese Maschine wird sein Körper, sein Herz und sein Geist sein. Ich habe sie gebaut, wie ich es im Traum gesehen habe. Ich habe den Motor aus dem Kühlschrank und die Federn aus meinem Toaster und die Ventilatoren sowie den Zahnriemen aus meinem Motor meines Autos und die Räder vom Skateboard meines Sohnes verwendet. Nein, Ralphie, Jesus hatte keine Räder. Gott kann sich noch nicht bewegen, doch der Traum meinte, dass er das selbst lernen würde. Das ist nur der anfängliche Körper, wie der eines Babys. Das ist genau, wie der aussieht. Nur in Maschinenform. Gott muss nur irgendwo anfangen. Wenn ihr mich interviewen wollt, kontaktiert mich unter der Adresse auf dem Umschlag. Mein Telefon funktioniert nicht mehr. Ich musste die Wählscheibe für Gott verwenden. Vater, gib mir beide. Musste runter. Können wir mal kurz für die Wissenschaft einen von denen abschießen, ob es dann ruhiger wird? Leuchtet nicht rot auf. Ich schieße nur auf rote. Gut. Das habe ich von McCarthy gelernt. Taschenlampe gibt es scheinbar auch nicht. Singender Fisch. Mr. Gouverneur, ich habe die Polizei angerufen, aber die kommen nie zu mir nach Hause. Ich habe ein Problem und sie müssen mal jemanden schicken, der das löst. Ich habe meiner Frau einen dieser singenden Fische für die Wand gekauft. Ist kein echter Fisch. Er singt, wenn man einen Knopf drückt. Aber da ist der Teufel drin. Er fliegt nachts rum und singt die Lieder des Teufels. Flucht auch oft. Der Teufel ist wegen dem Fisch in meinem Haus und sie müssen sich drum kümmern. Meine Frau macht sich echt Sorgen. Wann können Sie vorbeischauen? Mit freundlichen Grüßen, Dwayne Barr. Schon geil, das sind quasi die ganzen Deppen. Hilfeschreie, die die hier halt abgefangen haben, wo sie übernatürliche Objekte vermuten. So einen Fisch habe ich auch zu Hause. Ja, singt der auch? Ja. Was singt der? Don't worry, be happy und noch was anderes. Ich würde überlegen, was... Nicht pfeifen, das pfeift den Leuten in den Kopf. Oh, Entschuldigung. Ah, siehst du mal. Der ist besser. Der macht 25 plus. Cool. Und nun? Aber Bobby McFerrin haben sich die Leute doch auch auf dem Kopfhörer angehört. Auf dem Walkman. Hat es ihnen geschadet? Ja. Das hat vor allem Bobby McFerrin geschadet, weil der seit danach da nur noch bekannt einer. War als der... Don't worry, be happy, dude, und nicht einer. Mehr als der begnadete Jazzmusiker. Aber bitte. Ui, der hat irgendwie so eine Hülle an. Ja, das ist einer von diesen Kommandos, der auch ein Maschinengewehr hat. Schau mal, wenn du dem eine reinhaust mit Y, ob das das Schild wegmacht gleich. Ich schieße jetzt erstmal auf den. Oh! Schieße, das Schild ist halt gleich noch da, ne? Ja, ja. Nicht, dass sich das wieder regeneriert. Du musst dem wahrscheinlich zwischendrin auch Schaden machen. Ach, Schaden. Ah, ich kann mich auch ducken. Nee, du hast sogar was aufgehoben, oder? Nee. Welche Taste geht das? Oh, mit rechter Dings da. Ach so. Ja, gut zu wissen. Na, Burschi. Tatsache. Muss da besseres Schussfeld kriegen. Man denkt ja immer, es wäre ein Covershooter.
Der eine ist noch über dir, ne? Ja, ja. Hetzer. Wow. Lad schon nach, du blöde Waffe. Verdaut's. Okay, also hier unten war ich jeweils schon, oder? Ne, du kommst ja von oben. Hä? Achso. Da war ich da schon drin? Ja. Ich denke immer, auf den Computern wäre noch was drauf. Jetzt muss ich hier runter. Ein paar Minuten haben wir noch. Da war ich überall schon, okay. Dann nächster Step. Ist das jetzt eigentlich wieder so ein verhisster, verseuchter Raum, den ich irgendwie clearen muss zum Kontrollpunkt? Nee, oder? Ich dachte, Kontrollpunkte sind immer nur quasi, wenn da so ein Kreis irgendwie auch wirklich ist und das so schimmert. Okay, ich bin auf jeden Fall jetzt in der Poststelle, Kommunikationszentrale und hier muss irgendwo diese Hotline sein. Hotline Bling. Call me on my cell phone. Ding die Melodie nochmal. Call me on my mobile. Oh, okay. Da ist einer runtergefallen. Dass der sich da nicht den Fuß wehgetan hat. Das ist so ein Kontrollpunkt. Fantastisch. Hinterher kommt garantiert raus, dass dieses ganze Oldest House einfach nur irgend so ein außer Kontrolle geratener Rubik's Cube ist, wo einer den ultimativen Rubik's Cube bauen wollte. Wenn so ein neunjähriger Chinese 2,5 Sekunden braucht, um den sauber hinzudrehen. Okay. Ich bleibe jetzt einfach mal am Kontrollpunkt stehen und würde dir dann hier das Aufräumen überlassen von den Nebenräumen. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.